Wie ihr 50% der Fährkosten in Norwegen sparen könnt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Da es hier draußen aber doch ein bisschen zu windig ist und wir wollen euch das explizit erklären, was ihr machen müsst, um diese bis zu 50% zu sparen, gehen wir rein in unseren Buggy und erzählen euch das, denn es ist richtig bares Geld, was wir sparen könnt. Ihr alle wollt nach Norwegen und habt 100% auch das Video von Kai gesehen. Fähre Maut sparen 50%, die er dank Silvio hat er irgendwann Anfang am Mai rausgebracht, das haben wir auch gemacht. Und wir können euch jetzt sagen, was spart man wirklich, denn wir sind theoretisch schon zurück, noch nicht in den Reisevlogs, aber wir sind schon zurück und haben 6 Fähren gemacht und können euch wirklich sagen, lohnt sich das, ja oder nein? Wollen wir spoilern? Weiß ich nicht, wie du möchtest. Wir spoilern, ja, definitiv. Es sind keine 50% insgesamt, aber wir kommen echt nah dran. Wir waren ja diesmal mit 2 Fahrzeugen unterwegs und können jetzt schon mal sagen, dass wir Pi mal Daumen 50 Euro weniger bezahlt haben als 2019, wo wir alleine mit einem 5 Meter Fahrzeug unterwegs waren. So viel nur mal das, was man da wirklich spart, wenn man im Vorfeld das macht. Es hat einen super Vorteil auch noch. Das hast du gerade gesagt. Ja, es ist nämlich alles sehr vereinfacht worden. Also das heißt, wir haben die Bezahlerei immer früher mit Kreditkarte, mussten wir jede einzelne Fähre zahlen. Das heißt, es stand vor einem Personal, die haben dann halt erstmal einmal abkassiert und dann war das Ganze erledigt. Und jetzt ist das ganz einfach so, das ist so ein bisschen, ja, die sind so ein bisschen in der Umstrukturierung mit Autopass. Das ist nämlich diese Mautgesellschaft, die dort in Norwegen existiert. Und die haben jetzt die Fähren so ein bisschen auch mit reingenommen und haben dann gesagt, wir rechnen das Gesamt ab, also sprich über das Kennzeichen. Also wird immer auch nur das Kennzeichen erfasst. Das wird zum großen Teil sogar automatisch passieren. Und in Einzelfällen ist das nochmal so ein bisschen händische Arbeit, dass jemand nochmal ein Foto macht oder irgendwie sowas. Ja. Also richtig coole Sachen. Wichtig ist, ihr spart definitiv nur, wenn ihr im Vorfeld Geld überweist, also prepaid. Das ist das Zauberwort, prepaid müsst ihr machen, haben wir auch gemacht. Wir blenden euch einzelne Fotos ein. Ich könnte mal auch eine Bildschirmaufnahme machen, ist aber einfacher mit Fotos zu machen. Das heißt, ihr loggt euch ganz normal ein, registriert euch da mit eurer Handynummer, müsst ein Passwort vergeben. Das Richtig. Können wir euch jetzt nicht zeigen, weil wir sind schon registriert. Adresse natürlich, muss auch noch daran. Ne? Genau. Ja. Und dann müsst ihr Geld überweisen. Ihr bekommt eine E-Mail, da steht das auch alles drin. Wichtig ist alles auf Englisch oder Norwegisch. Ja, also im Moment sind noch im Aufbau, das muss man dazu sagen. Und die Internetseiten existieren im Moment nur in Norwegisch und in Englisch. Also das heißt, ein bisschen Englisch musste man können. Oder man muss sich zum Not den Übersetzer, den Google-Übersetzer nutzen. Genau, also das ist wichtig, dass ihr das habt. Ihr müsst im Endeffekt einmal 3000 norwegische Kronen überweisen. Das sind, Pi mal Daumen, 300 Euro. Wir rechnen mal jetzt 1 zu 10. Ja. Da sind wir nicht PPT, aber 300 Euro müsst ihr überweisen. Dann habt ihr ungefähr 300 Euro Guthaben. Nein, 295, weil 50 norwegische Kronen gehen für so eine Karte drauf. Die braucht man so gut wie gar nicht. Es gibt, glaube ich, 6 oder 8 Fähren. Wir blenden euch da auch mal ein Bild ein, wo man diese Karte braucht. Das ist echt wenig. Wir haben alle Fähren, die wir gemacht, brauchten wir diese Karte gar nicht. Sie ist auch erst nach Hause gekommen, wo wir schon unterwegs waren. Ja. Rechnet auch ungefähr mit 3 Wochen, bis diese Karte kommt. Genau, also für diese Liste, wo ihr welche Fähre mit Karte benutzen müsst, das können wir einen Internetlink reinsetzen, den habe ich. Und den packen wir in die Infobox dann mit rein. Und das Auto muss natürlich angelegt werden. Das heißt, ihr habt im Prinzip die Möglichkeiten, auch bis zu 2 Fahrzeuge im Privatbereich anzulegen. Die beiden Fahrzeuge werden dort dann im Prinzip aufgeführt mit Kennzeichen. Und dann ist das Ganze sozusagen, jedes einzelne Fahrzeug kostet halt diese 50 norwegische Kronen. Und das sind diese 5 Euro, die halt generell definitiv erstmal wegfallen. Aber dafür spart man ja auch. Genau.
ungemein. Wir selber haben sage und schreibe 400 norwegische Kronen überwiesen, weil wir sagten, naja, der Pepper ist größer und wir wussten halt, was wir das letzte Mal bezahlt haben. Auch sind wir zwei Autos, also haben wir gedacht, okay, wir brauchen da ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen falsch gedacht, das auf jeden Fall vorweg. Eindeutig falsch gedacht. So, und zwar, wir gehen einfach mal rein. Wir haben, wie gesagt, 6 Fähren gemacht. Es sind weniger geworden, als wir gedacht haben, weil das Wetter sich umgeschlossen hat. Also, ja. Das ist aber jetzt nicht das große Problem. Wir haben die große Fähre Moskenes Bodo. Hatten wir gehabt. Halsa, die war sehr teuer beim letzten Mal. Kann es darum, das kennt man, dann ist es Molde Furnist, Linge Eidsdal, da kennt ihr schon langsam, die sind auf jeden Fall Geiranga dann irgendwo noch mitgefahren. Genau. Husavik Sandvikvak und Aswagen Motavika, das ist da unten, wenn ihr von Bergen Richtung Stavanger fahren wollt. Das sind so die Fähren, die wir gemacht haben. Und was soll man sagen, es gibt einen Unterschied natürlich zwischen Pepper und dem Malibu, 6 Meter Fahrzeug und über 6 Meter. Also es ist nicht immer so, ja, aber es ist zum großen Teil, wird das auf jeden Fall die unterschiedlichen Preise sein. Wie genau, sagen wir euch gleich. Denn ab und zu müssen wir euch einfach mal auf einer anderen Seite stellen, damit unser Hals nicht immer in die Richtung geht. Der Pepper hat sage und schreibe 1.250 norwegische Kronen, also Pi mal Daumen 1250 norwegische Kronen. Genau, wir haben ein Fahrzeug, was 6,75 Meter lang ist, das muss man halt sagen, also diese magische Grenze von 6 Meter überschreitet. Genau, der Malibu, wo wir drin sitzen, 5,99 ist unter den 6 Metern. Genau. Wir haben 902 norwegischen Kronen bezahlt. Die Endsumme sagen wir dann nochmal in Euro. Auf jeden Fall haben wir bei 5 Fähren, sage und schreibe, diese 50% Rabatt bekommen. Also Moskenes, Halsa, Molde, Linge, Husavik. Da haben wir überall 50% bekommen. Nur die letzte, die auch sehr lange gedauert hat, da mussten wir einen sogenannten Bombenzuschlag, weil das ist ein Gasfahrzeug. Also wir gehen davon aus, es stand halt drin in der Rechnung, das ist ein Bombenzuschlag, also Bomb irgendwas, also halt auf Norwegisch dementsprechend. Man versucht sich das ja dann auch zu übersetzen. Ja, es ist übersetzbar, und das Bombenzuschlag. Im Endeffekt ist es ja ein Gefahrguttransport, also kann ich mir das durchaus auch gut vorstellen, dass das in Ordnung ist. Ja, wir werden da jetzt nichts nachfragen oder sowas, das wird für uns schon in Ordnung sein. Das passt. Da haben wir... Wir machen jetzt für beide 34% gespart. Aber trotzdem, 34%, das ist schon eine absolute Hausmarke. Kann man nicht anders sagen. Ja. Was uns aufgefallen ist, bei einer Fähre haben sie den Pepper runtergerechnet. Mhm. Und bei einer anderen Fähre haben sie uns höher gerechnet. Das ist jetzt plus minus null. Wir sind da jetzt nicht hinterhergegangen, weil wir sagten, das ist jetzt ein bisschen anstrengend, das auch zu machen. Auch das ist es mit plus minus null. Wenn es jetzt irgendwelche größeren Summen wären oder sowas, dann hätte man natürlich auch was gemacht. Dann hätten wir da entsprechend auch reagiert. Nicht nur Negatives, sondern auch Positives, weil wir wollen hier keine Geld. Endeffekt können wir jetzt schauen. Der Pepper hat sagen und schreibe 47,3% gespart. Wir haben 1% mehr gespart, 48,3%, also knappe 50%. Und wenn man sich das nochmal überlegt, wir waren 2019 mit dem Bulli unterwegs. Ja. 5 Meter Fahrzeug, 267,25. Beide Fahrzeuge, Weinsberg Pepper, Malibu GT, 211,48 €. Also sage und schreibe sind wir sogar noch billiger mit zwei Fahrzeugen gewesen, als wir letztes Mal in Norwegen waren. Gut, wir haben nicht immer genau die gleichen Fähren genommen, das muss man auch sagen, aber so von den Strecken her und von den Preisen her passte das schon so ziemlich gut. Ja. Wir hatten diesmal sogar größere Fähre. Wir hatten teurere, also teils. Ne? Genau, also das muss man auch dazu sagen. Also das ist wirklich, es lohnt sich und ihr müsst einfach einiges beachten und dazu kommen wir jetzt. Prepaid haben wir gesagt. Das heißt, es funktioniert nur, wenn ihr Geld hinladet. Wir haben es gemacht, eine Auslandsüberweisung haben wir bei unserer Bank gemacht und das hat gedauert. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst daran denken, dass es nämlich eine Weile dauert. Macht es also rechtzeitig. Wie lange hat es denn gedauert, Marcel? Also wir haben 2 Wochen hat es gedauert und wir mussten aber nochmal nachhaken. Weil das kann aber sein, weil einfach die Kundennummer
nicht vernünftig geschrieben worden. Bei der einen war eine Zahl zu viel, bei der anderen war ein zu wenig. Das müsst ihr einfach beachten. Bitte nicht einfach sowas machen und dann funktioniert das schon. Es kann funktionieren, vielleicht ist bei euch das nicht so wie bei uns. Dann wird es vielleicht irgendwann kontrolliert von Mitarbeitern und wird es dann genau. Lest es nochmal nach. Wir haben auf jeden Fall nochmal eine Mail hinterhergeschickt auf Englisch, das muss man dazu sagen. Ihr könnt auch Deutsch hinschicken, ihr kriegt eine englische Mail aber da zurück. Also das, ja. Du kannst jede Sprache hinschicken, die machen es dann auch durch Übersetzer. Auf jeden Fall haben wir dann insgesamt 2 Wochen und dann war das Geld da. Wunderbar. Und wir haben schon eine Mail hingeschickt, denn das müsst ihr machen, wenn wir haben jetzt Guthaben noch drauf von knappen 170 Euro. Ja. Das wird entsprechend dir zurücküberwiesen und zwar in 3 bis 4 Wochen. Da musst du eine Mail hinschicken, entsprechend reinschreiben, du hast jetzt die letzte Fähre gemacht und im Endeffekt kündigst du den Vertrag. Genau, weil du schließt vorher so einen Vertrag ab mit denen, dass du sagst halt, du bist halt Kunde dann bei denen und ja, genau, und den musst du halt dann kündigen. Genau, wir hätten es behalten können natürlich, aber wir wissen ehrlich gesagt nicht so sehr, uns Norwegen gefallen hat, wann wir das nächste Mal da sind. Also der Tipp an die Leute, die regelmäßig nach Norwegen fahren, lasst es da drauf, genau. Es verfällt euch nicht, das bleibt natürlich weiter bestehen und ihr könnt es dann auch bei der nächsten Reise wieder weiter benutzen. Und vielleicht neues Geld sogar drauf. Genau, sparen tut man nämlich ungemein. Was jetzt nämlich auch ein kleiner negativer Touch ist, du weißt nicht mehr, was die Ferien kosten, weil es steht nirgendwo mehr dran. Ne? Also einfach so mal losfahren und auf blauen Dunst. Ihr werdet dann überrascht sein, weil das geht ja auch. Ihr könnt euch ja da auch anmelden, ohne ein Guthaben drauf zu zahlen. Dann bezahlt ihr den vollen Preis. Ihr müsst, genau, das könnt ihr machen. Oder wenn ihr euch gar nicht dafür interessiert und ihr sagt, nee, wir wollen das alles überhaupt gar nichts mit dem am Hut haben, dann werden die euer Kennzeichen dementsprechend trotzdem natürlich fotografieren und ihr bekommt dann eine Rechnung nach Hause und zahlt da auch den normalen Preis. Genau, aber der ist natürlich weitaus teurer. Ne? Also das muss man einfach... Naja, wie gesagt, das wäre dann ungefähr das Doppelte, was ihr bezahlen müsstet, wie wir es jetzt gezahlt hätten. Das müsst ihr einfach wissen. Also ihr müsst nichts machen, aber so ein Angebot sollte man einfach mitnehmen. Dann zum kurzen Schluss haben wir noch einen Tipp, was jetzt natürlich auch die Maut angeht. Da kann man nicht viel sparen. Ja, aber ein kleines bisschen gibt es ja dann doch. Ne? Genau, und das erzählen wir euch jetzt. Mit einem kleinen Mautchip, den du hier anbringst, einer Venture-Scheibe, kannst du bis zu 20% sparen, wenn du ein sehr ökologisches Fahrzeug auch hast. Weil da gehen die nach den ganzen Angaben, was der Verbrauchswerte, richtig, was genau. Sie alles haben wollen. Das heißt, das musst du auch vorher registrieren. Das hast du im Endeffekt auch gemacht. Du hast dich auf welche Seite? Ich habe E-Pass 24 genutzt, habe da im Prinzip meine Daten von dem Fahrzeug angegeben und habe auch gesagt, dass wir ein 3,5-Tonnen-Fahrzeug sind. Das heißt, da wäre ich dann halt dementsprechend auch gleich richtig eingestuft, weil das ist empfehlenswert, gerade bei Wohnmobilen sollte man generell tun. Nicht, dass man dann in die nächsthöhere Schiene reingerutscht, irgendwie mit 4 Tonnen oder sowas und ihr zahlt da dementsprechend mehr. Achtung, gelesen habe ich bei Autopass, Autopass heißt das, genau, bei Autopass, dass man dort alle Fahrzeuge, die irgendwie über 3,5 Tonnen wiegen, sowieso so einen Chip haben müsste. Und wenn ihr den Chip dann eh habt, dann könnt ihr vielleicht sowieso schon sparen. Das kann durchaus sein. Genau, aber es kommt da wirklich auf jeden Fall aus Wert drauf an. Wir haben mal jetzt geguckt, mauttechnisch werden wir insgesamt für beide Fahrzeuge so Pi mal Daumen bei ungefähr 140 Euro sein. 20% davon natürlich, wenn das möglich gewesen wäre, ja, es ist die Frage, macht man sich den Aufwand? Registrieren sollte man auf jeden Fall. Genau. Dauert dann aber bis zu 6 Monate, unfassbar, bis die Rechnung kommt. Das haben wir beim letzten Mal auch gehabt. Wir haben im August waren wir fertig. Ja. Obwohl, da war es September, Oktober, November. Da hat es 3 Monate gedauert. Aber das dauert, bis dann da die Rechnung kommt. Und ob es in der Zukunft da dementsprechend auch sowas gibt wie so ein Prepaid-System, wo man halt wieder Geld überweisen kann und das dementsprechend vielleicht sogar beides zusammen nutzen kann. Wissen wir persönlich jetzt noch nicht. Wir wissen das auf jeden Fall, dass sie in der Mautumstellung sind. Die werden einiges dort modernisieren und das haben sie auch schon die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre. Aber dementsprechend, wie das kommt, das müssen wir dann einfach mal in späterer Zukunft sehen. Genau, aktuell sind sie da wirklich stark dabei, dieses alles umzustellen. Auf jeden Fall können wir euch
noch eine Seite empfehlen. Da steht vieles drin, und zwar das ist der nordlandblog.de. Richtig. Den haben wir auch durch Zufall entdeckt. Ich weiß gar nicht, wer den gepostet hat. Irgendeiner hat den gepostet bei Christian. Ich glaube, wenn du das Video siehst, bei dir, deinen Post bei Facebook habe ich das gesehen. Irgendeiner hat das ja kommentiert dort. Den haben wir auch weitergereicht an zwei liebe Menschen aus Süddeutschland. Mal gucken, genau, ob sie wissen, ob das sie gemeint sind. Und den werden wir euch auch unten mit verlinken, damit ihr das nochmal nachlesen könnt. Da gibt es auch Updates zu diesem Mod. Kommen wir zum Fazit? Jawohl. Abschließend können wir nur eins sagen. Danke an Silvio, dass er Kai diesen Tipp gegeben hat und dass Kai von Travel Camping Living das Video erstellt hat. Dieses Video erstellt hat. Es hat uns wirklich Kosten erspart bis zum geht nicht mehr. Und das ist toll, wenn man sich überlegt, was es gekostet hätte. Wir haben Pi mal Daumen 47,8% für zwei Fahrzeuge gespart. Ja, das ist eine ganze Menge. Da geht man mal gut schön von lecker essen und ja. Genau. Und wir kriegen jetzt, wie gesagt, ungefähr 170 Euro noch zurück. Und das soll wohl in den nächsten 3 bis 4 Wochen passiert. Sollte es dort zu Schwierigkeiten kommen, werdet ihr abgedatet auf unserem Instagram- oder Facebook-Kanal. Das heißt, den solltet ihr auf jeden Fall abonnieren in 3 bis 4 Wochen. Soweit wir da einen Abschluss bekommen haben, werden wir da nochmal Infos geben. Dazu werden wir kein gesondertes Video machen, nein, weil das wäre relativ kurz. Kann auch sein, dass auf der Homepage vielleicht was kommt. Ne? Also die Homepage immer mal sowieso, weil da ist auch alles nochmal dargelegt. Also die komplette Tabelle, die ich da habe, von dem wir abgelesen haben, die wird dort mit veröffentlicht. Und dort könnt ihr nochmal nachgucken, was welche Fähre wie gekostet hat. Das sind natürlich alles Preise, die jetzt entstanden sind, 2022. Genau. Und wenn die Preisanpassungen machen, dann ist das natürlich vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date, logischerweise. Dann würden wir sagen, einerseits genießt die Urlaubsvlogs, die noch auf unserem Kanal kommen werden. Und zum anderen habt eine wunderschöne Urlaubszeit. Erholt euch so gut wie möglich. Besucht Skandinavien. Ja, wir viel machen Spaß irgendwann, im Norden. Wir machen es irgendwann wieder. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.